Seid gegrüßt, ihr Lieben, und willkommen zu meinem kleinen Guide hier. Ihr wollt seltener in Tarkov sterben? Dann ist das Video genau das Richtige für euch. So, da ist er weg vom Fenster! Ich werde euch jetzt in dem Video sagen, was die Vorteile, die Nachteile von Thermal sind, werde euch was über die Spielweise sagen, wie ihr euch selber damit verhalten solltet und werde euch danach auch noch sagen, wie ihr das natürlich auf eure Waffe schraubt und noch einen kleinen Kniff am Ende, damit ihr vielleicht nicht alles verliert, falls es euch doch mal erwischen sollte oder schlecht geht. Was ist also der Vorteil von Thermal? Ihr seht es hier schon auf dem Bild, durch diese Sicht seht ihr den Gegner früher. Fakt ist, ich bin höchstens ein mittelmäßiger Spieler vom Skill her, aber Fakt ist auch, seitdem ich mit Thermal spiele, oder wenn ich mit Thermal spiele, besser gesagt, dann mache ich fast alles platt. Ich habe euch gesagt, es gibt auch Nachteile, leider ja. Zum einen der Preis. Ihr müsst im Prinzip einfach nur eingeben, Wärme im Schwarzmarkt, und schon habt ihr die Möglichkeiten, hier gerade T7, ihr seht, das ist noch gar nicht drin, hat noch keiner gefunden, ist verdammt selten das Ding, und selbst wenn es drin ist, verdammt teuer. So, die zwei wirklichen Möglichkeiten, die ihr habt, ist zum einen das Reap ER, Wärmebildziehfernrohr, da seht ihr auch schon, sind gerade auch verdammt wenig drin, und im Schnitt seid ihr bei ungefähr 350.000 bis zu 1 Million, also gerade sehr hoch die Preise. Was habt ihr noch für eine Möglichkeit? Ihr habt noch das FLIR RS. Das haben wir hier. Das ist meistens etwas günstiger. Das hat auch den Grund, dass die Auflösung ja schlechter ist. Also es ist wirklich absolutes Augenkrebsbild. Ihr könnt zwar auch heranzoomen, habt zwei verschiedene Zoomstufen, aber ich persönlich hasse das Ding. Das ist wirklich ekelhaft. Da tun mir einfach nur die Augen weh. Der zweite Nachteil ist, ihr seht leider nicht, ob jemand tot ist oder nicht. Ja, wie man jetzt gerade in dem Bild sieht, selbst der eine, der da tot im Bild liegt, ist trotzdem verdammt hell. Ja, genauso wie jemand, der noch lebt. Das ist das Problem. Also man muss halt öfters Kontrollschüsse machen. Dazu aber später noch mehr zur Spielweise. Außerdem noch ein Problem, Gebäude. Ihr habt in Gebäuden kaum eine Chance mit Wärmebild. Siehst ihr, warum? Weil in Tarkov einfach jedes einzelne Gebäude wie ein Backofen ist. Warum auch immer, sind die Gebäude extrem warm und deswegen wird alles extrem hell abgebildet und ihr habt einfach kaum noch einen Unterschied zwischen menschlicher Wärmequelle und Gebäudewand. So, jetzt als nächstes die Spielweise. Wie müsst ihr euch verhalten? Ihr könnt nicht einfach nur so spielen wie immer, sondern ihr müsst euch ein bisschen anpassen. Zum einen scannt, was das Zeug hält. Was meine ich damit? Ihr müsst einfach die Gegend um euch herum immer wieder mit dem Visier abtasten. Nur so könnt ihr auch die Stärke von eurem Visier ausspielen. Das ist die einzige Stärke, die ihr habt. Und das ist euer absolutes Ass im Ärmel. Das heißt, scannt eure Umgebung immer wieder ab. Dort, wo jemand langlaufen könnte, müsst ihr die ganze Zeit euer Visier im Ziel halten. So wie hier gerade im Bild, ne? Und dann seht ihr den Feind zuerst. Und der größte Vorteil ist vor allem, ihr seht den Feind auch durch Büsche hinweg. Ihr seid auch selber ein bisschen grün, ne? Also ehe der Feind euch da sieht, habt ihr ihn schon längst kalt gemacht. Das ist der große Vorteil vom Thermalvisier. Nutzt ihn aus. Die Spieler. Das Problem, ihr seht nicht wirklich, ob jemand nur noch lebt oder nicht, solange er sich nicht bewegt. Das heißt, wenn irgendwo jemand in einem Busch hockt, vermutlich, dann müsst ihr Kontrollschüsse machen. Das heißt, trotzdem einfach nochmal eine Doublette drauf und entweder er lebt und er wird sich definitiv bewegen, weil er einen Schock seines Lebens bekommen hat, oder er lebt eben nicht mehr und ihr habt zumindest eure Sicherheit. Außerdem, vorhin schon erwähnt, meidet Gebäude. Wenn ihr unbedingt in ein Gebäude müsst für eine Quest, dann empfehle ich euch lieber darauf verzichten, mit Thermal loszuziehen, weil ihr einfach euren einzigen riesengroßen Vorteil nicht mehr habt. Und dafür ist das Visier einfach zu teuer. So, ansonsten seht ihr hier auch dafür, dass ich wirklich kein besonders guter Spieler bin. Dank Thermal gibt mir das Ganze einfach mehr Erfolg. So, was ist noch wichtig? Sorgt dafür, dass ihr genügend Feuerkraft habt. Was meine ich damit? Zum einen natürlich eine ordentliche Waffe. Ihr könnt das Visier auf vieles draufschrauben, aber nehmt euch wirklich eine starke Waffe. Und vor allem
Am besten große Magazingröße mit guter Munition. Spart nicht bei der Munition, ganz wichtig. Wir sehen hier gerade bei dem Kaliber haben wir viel zur Auswahl. Ne? Da solltet ihr nicht mit PS-Munition rumrennen. Also sucht euch dann wirklich Munition aus, die durchschlagskräftig ist. Ihr seht, die ist dann auch nochmal teurer. Also der ganze Spaß kostet schon einiges, aber es lohnt sich. Und an der Munition sollte das Ganze dann nicht scheitern. So, wie bastelt ihr euch das Ganze jetzt zusammen? Zum einen braucht ihr die UNV D-Log ERD Halterung für Visiere. Hier links zu sehen. Ne? Diese Universalschiene braucht ihr, damit ihr das Ding einfach auf verschiedenste Waffen draufschrauben könnt. Ne? Es geht auch auf verschiedene Schienen, also ist echt gut das Ding, ist auch bezahlbar. So, und dann braucht ihr natürlich das Wärmebildvisier an sich. Wie kriegen wir das Ganze jetzt drauf? Ich habe hier zwei verschiedene Waffen, mit der APK spiele ich persönlich noch sehr gerne, später viel lieber mit der M1A. Wir haben hier die Schiene, einfach oben drauf. Plug and Play und dann das Visier oben drauf. Und ihr seht auch, selbst wenn ich das Ganze jetzt wieder abschraube hier, dann kann ich das hier auch einfach auf die P90 draufschrauben. Sieht doof aus, würde aber gehen. So schnell ist das Ding also da drauf. So, zum Abschluss der wohl noch wichtigste Tipp für euch. Wer kennt es nicht? Irgendwo halb zerfetzt in der Ecke liegend, wisst ihr, dass ihr wahrscheinlich gleich sterben werdet, weil noch drei Spieler nach euch suchen. Tja, und jetzt wisst ihr, gleich sind 900.000 Rubel weg. Das könnt ihr vermeiden. Wenn ihr jetzt das Reaper habt, ihr könnt das zwar ganz normal in eure Weste reintun, das ist kein Problem, oder im Rucksack, aber hier unten geht es nicht rein. Ja, ihr könnt das also nicht saven im Behälter. Früher ging es dann so, dass ihr quasi hier einfach diese Schiene reingezogen habt. Das wurde mittlerweile aber gefixt, das geht auch nicht mehr. So, wie können wir uns also helfen? Ihr nehmt euch einfach von der Waffe, die ihr habt, die Schiene oder beziehungsweise die Staubschutzabdeckung hier von der APK mit. Tut die rein in euren Behälter, dann die Schiene drauf und dann das Visier drauf und schwuppdiwupp könnt ihr euer Visier safen. Also immer eine Staubschutzkappe mehr mitnehmen und das Visier an sich könnt ihr auch im Raid ran beziehungsweise abschrauben. So ihr Lieben. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr sehr gerne in den Kommentaren mich fragen. Ich versuche euch alles nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Schau auch gerne bei mir auf Twitch vorbei und dann zeige ich dir, was ich mit diesem Visier für Randale mache.